Marius, du bist sichtlich angeschlagen gesundheitsmäßig. Konntest du dieses klasse Derby heute überhaupt genießen oder wie hast du es gesehen? Ja, war ein tolles Spiel heute von beiden Seiten. Auch von unserer Seite aus nach 2-0 Rückstand nochmal so zurückzukommen. Zum Schluss ein bisschen ärgerlich für uns, aber im Großen und Ganzen 3-3 passt heute. Am Anfang hat euch Karlsruhe ziemlich stark in Beschlag genommen, 2-0 bekommen. Woran lag es? War Karlsruhe so stark? Ja, kann man sagen. Es war schon ein Nackenschlag für uns, nach 20 Minuten 2-0 zurückzulegen. Klar, es ist tolle Qualität, was der KSC da auf der Außenbahn hat oder im gesamten Offensivbereich. Und da haben wir einfach nicht den Zugriff gefunden. Im Zweikampfverhalten immer einen Schritt zu spät gewesen, nicht so drauf gewesen auf den ballführenden Spielern vom KSC. Und dass man dann nach 20 Minuten 2-0 hinten liegt, hätte auch höher stehen können. Aber ich denke, es war gut für uns, kurz vor dem Pausenpfiff das 2-1 zu machen. Und ja, zweite Halbzeit habe ich uns klar überlegen gesehen. Machen dann wirklich tolles 2-2, machen tolles 3-2. Und dann passiert uns zum Schluss leider ein kleiner Lapsus. Und ja, 3-3 nach so einem Spiel. Ja, ist im Nachhinein jetzt ein bisschen ärgerlich, aber ich denke, ja, die nächsten Tage Kopf hoch und geht weiter. Die Vorrunde ist mit diesem Spiel jetzt beendet worden. Am nächsten Spieltag beginnt die Rückrunde. Was für ein Fazit möchtest du von der Vorrunde ziehen? Ja, durchwachsen. Klar, wir hatten einen Trainerwechsel in der Vorrunde. Der Trainerwechsel hat super gefruchtet. Der Peter ist ein super Typ, der zieht die Mannschaft total mit. Die Jungs ziehen mit im Training. Und jetzt heißt es nächste Woche gegen Freiburg, die auch was gut zu machen haben. Die haben gestern verloren gegen Balingen. Und wir spielen wieder zu Hause gegen den Ersten. Und da wollen wir zeigen, was in uns steckt und den Tabellenführer ärgern. Die Aufgabe gegen Freiburg 2, den Spitzenreiter, wird ja sicherlich eine ganz schwierige sein. Ja, auf jeden Fall. Aber ich denke, für das sind wir alle Fußballer, um zu zeigen, was wir können, gerade gegen Tabellenersten. Das sind alles auch Jungsporns, die Gas geben, die noch das Ziel haben, Profi zu werden. Und ich denke, wir setzen alles dagegen, dass wir die 3 Punkte nächste Woche bei uns zu Hause lassen. Das letzte Mal, als ich dich interviewt habe, war nach dem plötzlichen Weggang von Hartmut Kaufmann. Jetzt haben wir etliche Spieltage hinter uns mit dem neuen Trainer Peter Hogen. Du bist der Co-Trainer. Wie gut klappt die Zusammenarbeit oder wie klappt die Zusammenarbeit insgesamt? Ja, insgesamt super. Der Peter ist ein cooler Kauz, der die Jungs wirklich gut mitzieht. Wir telefonieren oft, wir sprechen uns oft ab, sprechen über die Videoanalysen. Und ja, es passt. Also auch mit dem Athletiktrainer, mit dem Tormann-Trainer, wir verstehen es wirklich gut außerhalb des Platzes. Und wir versuchen mit der ganzen Kraft, die wir jetzt aufbringen, die Jungs mitzuziehen. Auch fürs Wochenende, die gut aufs Spiel vorzubereiten in der Woche im Training. Und ja, das gelingt uns im Moment ganz gut. Auch in den letzten Spielen sehen wir das. Wir sind jetzt 6 Spiele ungeschlagen. Wenn man das Ravensburg-Spiel mitzählt oder nicht mitzählt, ich weiß gerade nicht. Ja, und jetzt müssen wir mal gucken, dass vielleicht die 3 Punkte von Ravensburg noch dazu bekommen. Dann sieht es wirklich super aus bei uns. Und dann wollen wir schauen, dass wir noch die restlichen Spiele der oder aufkommenden Rückrunde jetzt positiv gestalten. Marius, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche noch viel Erfolg. Dankeschön.